So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 3. In der letzten Folge haben wir versucht, mit dem Morgan hier ein bisschen zu driften, was auch erstaunlich gut geklappt hat. Aber heute gibt es natürlich wie immer, oder wie alle zwei Folgen, ein neues Auto. Und die Wahl ist mir heute leider sehr, sehr schwer gefallen, weswegen ich sogar einen kleinen Trick benutzen musste, denn meine Wahl fiel zwischen dem eigentlich schon angekündigten Bentley Bentayga. Warte, wo haben wir ihn denn hier? Hier der 2016er Bentley Bentayga. Der, glaube ich, im letzten Carpack, also dem Rocket Energy Carpack, mit ins Spiel kam. Und zur Auswahl war auch noch der Pontiac GTO. Haben wir ihn hier? Genau, hier. Der Pontiac. Wie gesagt, den hier schon gefahren in einer der letzten 10 Folgen, glaube ich. Ich meine aber den Pontiac GTO. So ähnlich wie die Variante aus Triple X, den Film kennt. Das ist ein cooler Film mit, wie heißt denn der? Also, ein kurzer Name ist Vin Diesel, wie der in Echtheit, weiß ich nicht. Halt dieser Typ aus Fast and Furious, auch mit der Glatze. Ist der starke Typ. Diesel sollte jeder kennen eigentlich. Hat auch diesen Namen. Wer Autos mag, keine Ahnung. Finde den Film cool. Das zwar die 67er Variante, aber das ist auch nicht so schlimm, weil der ist auch cool. Und wie ich gehört habe, hat der Wagen einen ziemlich, ziemlich geilen Kompressor-Sound, deswegen ich den Wagen auch mal fahren wollte. Auch mit relativ viel Leistung. Aber leider sind beide Wagen sehr schön und die Wahl ist auf den Bentley gefallen, denn ich habe mir einfach im Internet so einen Zufallsgenerator rausgesucht. Ich bin genommen 1 Bentley, 2 Pontiac, die war das auf 1 gefallen, also fahren wir heute mal den Bentley. Für den ich mich auch sehr gefreut habe. Ich finde, dass es ein richtig cooles Auto ist. Ich hätte ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, wo der Wagen bei, ich glaube bei Grip war das, gut, das Motormagazin. Da sind die, glaube ich, auch in Dubai so ein bisschen rumgefahren, den Wagen. Ist ja so mehr oder weniger der schnellste Serien-SUV. Mit seinen über 600 PS, knapp über 600. Halt 301 km Topspeed. Und man sieht, der Wagen ist schon getuned. Ja, der Wagen ist so ein bisschen aufgebaut. Natürlich wieder halt ohne Leistungssteigerung, weil eigentlich hat der Wagen genug Leistung, aber dachte mir so heute, ja, ein bisschen Leistung wird ja noch gehen. Ich meine, wenn wir jetzt so um knapp 600 PS, da sind vielleicht noch 100 PS mehr und so 700. Habe ich jetzt noch so angepeilt. Wo wir landen werden, keine Ahnung. Ach du Scheiße. Der Turbo, der ist ja schon mal ganz nett. Was wird noch der Auspuff bringen? Machen wir mal Auspuff, Rennauspuff. Dann einen Renntürn-Turbo und... Ach du heilige Scheiße. 520 kW, das sieht schon mal ganz gut aus. Kommt ein bisschen mehr, vielleicht noch ein kleines bisschen mehr. 526, was nehme ich denn hier alles? Oder Luftfilter ist auch immer ganz gut. Nett eigentlich. Ich würde sagen, das ist gut. 525 km, das sind auf jeden Fall über 700 PS. Wie viel genau? Ich kann das ja theoretisch sogar mal gerade nachgucken. Warte, ich muss nur kurz... Warte, kann ich das überhaupt machen? Ich weiß es nicht. Machen wir die aber nicht. Das sind halt so um die vielleicht so 710 PS. Oder 720. Ich kann das jetzt nicht genau einschätzen. Aber über 700, das reicht, glaube ich. Aus einem 6 Liter W12 Biturbo. Kann man machen. Drehmoment von schnuckeligen 1058 Newtonmeter. Kann man machen. Bei, gut, immer noch rund 2,3 Tonnen, aber das ist, denke ich mal, vertretbar. Denn wir werden den Wagen auch noch ein wenig leichter machen. Habe ich schon angebaut, perfekt. Der Wagen ist sogar schon leichter gemacht. Der wiegt nämlich eigentlich noch ein bisschen mehr. Ich würde sagen, 2074 ist eigentlich. Obwohl, machen wir noch weniger. Das ist irgendwie schon pornös, ne? Nee, das ist noch so ein bisschen realistisch. Hey, wir wollen ja hier nicht ganz übertreiben. Aber breite Schlappen habe ich auch schon. Ich meine, 315er hinten. Das sieht sogar gar nicht mal so breit aus. Der hat in der Serie süße 285er. Ist so ein SUV, der wahrscheinlich so um die 2 Meter breit ist. Gar nicht mal so breit. Vorne war das genauso. Aber Reifen, vielleicht noch ein bisschen Reifenmischung. Ich würde sagen, Straßenreifen gehen auch auf, ne? Wagen wenigstens noch ein bisschen. Die Felgen lasse ich auch so, weil die finde ich einfach richtig geil. Sehen auch so ein bisschen luxuriös aus. Ich habe die auch beim Maserati Ghibli drauf gehabt. Sind auch schon größer. Das muss ich mal überlegen, ne? Das hier sind 23 Zöller. Und die könnten auch größer. Die könnten auch ein, zwei größer, die Felgen, finde ich. Ich meine, die sind schon eigentlich relativ groß. Ich meine, 23 Zoll, das ist schon. Das ist nicht gerade wenig. Ah, ein bisschen mehr könnte dann noch. Die Forza-Schürzen, die machen wir vorne nicht. Den Spoiler denke ich mal auch nicht. Das sieht absolut scheiße aus.
Was würde hier gehen? Wir könnten auch Factory Bomb bauen. Was aber eigentlich ziemlich bescheuert wäre. Was hat für uns eigentlich keinen Mehrwert. Na gut. Aber wer das gern macht, soll das machen. Wenn er den Wagen vielleicht driften möchte oder so, dann kann das vielleicht für den einen oder anderen ganz nützlich sein. Ich guck mal kurz, ob ich das Diff eingebaut habe. Perfekt. So. Da können wir den Wagen um. Ich würde sagen nicht, weil eigentlich... Wir können mal gucken, was für Farben gibt es denn da bei dem Wagen? Der hat, glaube ich, ziemlich viele Farben, wie ich mich erinnern kann. Ja, also man sieht, das ist schon eine große Palette. Angefangen von diesen... Was ist das überhaupt für eine Farbe? Das ist so braun oder was ist denn das? Sieht auf jeden Fall nicht so schön aus. Dann die Rottöne. Das Dunkelrot, das sieht ziemlich gut aus. Nee, das ist sogar, das wäre noch besser von den Rottönen. Denn auch das Gelb sieht zwar gar nicht mal so schlecht aus eigentlich. Denn hier grün. Oh. Nein. Obwohl. Das ist ja so... Ja, so Art British Racing Green geht so in die Richtung. Finde ich aber nicht ganz so cool. Im Kurzen finde ich immer noch das Blau, was ich gerade habe. Sieht auch so mittlerweile doch am geilsten aus. Und die Felgenfarbe ist einfach auch geil. Ich habe, glaube ich, auch nicht schwarz gemacht, die Felgen. Das ist, glaube ich, so... Genau, ich habe die halt nur auf Helligkeit 0,25 gemacht und nicht auf 0,0. Deswegen die nicht ganz so dunkel aussehen. An sich ist der Wagen, sieht doch schon auch ganz schön aggressiv aus. Vor allem, weil er auch so mega breit ist und dank meines Tunings auch, glaube ich, wahrscheinlich so ein bisschen gestanzt ist. Ein bisschen hier tiefer gelegt. Das mache ich immer gerne. Und warum ist hier wieder alles gesperrt? Also hier Social Club ist gesperrt, Rivalen gesperrt, Marktplatz. Ach, was macht mein Internet denn hier schon wieder? Aber ich kann da zum Glück trotzdem ohne Internet aufnehmen. Hochladen zwar nicht, aber immerhin aufnehmen. Das ist ja auch. Also 0 auf 100, 3,7. Ja, ist jetzt nicht so viel. Topspeed 3,30. Das finde ich gut. Getriebe, ich guck mal kurz. Das ist eigentlich schon ganz gut eingestellt. So, nochmal beim Diff gucken. Hier Federn. Da geht auch weniger. Oder? Gucken wir gleich mal. 60% hinten. Wir könnten sogar 65 machen. Ich lege den Wagen nochmal tiefer. Gucken, wie das dann aussieht. Weil das wird schon einen Grund haben, wenn ich ein Auto nicht ganz tiefer lege. Ja. Das sieht nämlich, wenn er höher ist, noch ein bisschen geil aus. Also ein bisschen höher. Wie es vorher war, da war es eigentlich ganz in Ordnung. Wo war das jetzt hier so? Ich glaube hier so. Ich glaube so ungefähr war das gerade. Ich weiß nicht genau, merkt aber. Und boah, der sieht schon geil aus. Für den SUV vor allem sieht er noch relativ, ich sag mal, schnittig und schön aus. Und sportlich. Und gut, sportlich bei Bentley ist halt immer so eine Sache mit ihren Kloppern da, die nicht so alle mega viel wiegen, aber gut. Boah, das ist geil. Ui, das ist geil. Das ist richtig geil. Also kleinen Bestellungstest hier in die Richtung, würde ich mal sagen. So. Der Gang ist drin. Ich finde der Zug endlich mal lang. Da habe ich mal gesehen, den Zug. Also den sehe ich im Spiel ziemlich selten. Das fällt mir gerade mal so auf. So, und go. Das geht ab, oder? Zack, Federgang. Das geht mal voran. So gefällt mir das. Über 700 PS. Ja, das ist doch mal eine ganz angenehme Beschleunigung. Das ist ja das ist so standardgemäß. Natürlich obenrum zieht er nicht mal so ganz, weil ich meine, der CW-Wert von dem Wagen ist sicherlich kein Meilenstein der Technik. Aber ist auch natürlich der Bauart und Bauform geschuldet. Ich meine, SUVs sind halt nicht die windschnittigsten Autos. Das ist deutlich besser bei sowas. Auch über 300. Ach, ist das schön. Das waren schon 305. Dann würde ich sagen... starten wir mal wieder eine kleine Meisterschaft. Ich würde sagen, wir können die sogar in Yara Valley machen, die Meisterschaft. Auf jeden Fall würde ich gerne mal hier so einen Rundstreckenrennen von hier unten mit... Okay, das wäre vielleicht das hier. Das könnte... Genau, wir fahren mal kurz da an und starten mal da die Meisterschaft. Sieht doch eigentlich ganz nett aus, ganz einladend. Vor allem das Geile beim Battle, der hat einen richtig geilen Innenraum, wie ich finde. Das ist luxuriös und sportlich, aber sieht doch... Sieht mega nice aus. Oh Gott. Das habe ich nicht gesehen. Das ist im Gegensatz zum Bentley, der im vorletzten DLC drin war, glaube ich. Dieser EXP 10 Speed 6 oder wie der heißt.
Da war das Interieur ja so holzmäßig, das sah richtig scheiße aus, fand ich. Das war wirklich auf der Interieurskala von 1 bis 10, wenn 10 das Beste ist, mit 2. Würde ich mal sagen. Das ist auch nur schlecht, aber das hier, das ist richtig geil. Ich habe jetzt auch ein bisschen Holz dabei, glaube ich, hier so am Armaturenbrett. Und ich sollte mal gucken wollen. Ich fahre auch nicht aufs Armaturenbrett. Das ist sehr schön, aber das könnte zu Unfällen führen. Das ist bei dem Wagen aber wirklich sehr gut gelungen. Ob man diese Fahrzeugklasse braucht, ist natürlich eine andere Sache. Weil Autos mit viel Leistung ist cool. Autos mit viel Platz, sag ich mal, in Anführungszeichen, ist auch cool. Beides kombiniert ist eigentlich auch cool, nur halt so. Naja. Ich glaube, dass der Bentayga nicht mal so geräumig ist. Das stelle ich mir jetzt. Natürlich ist das ein relativ großes Auto, aber trotzdem ist das, glaube ich, nicht so mega riesig, wie ich es vielleicht vorstellen könnte. Oh Gott. Meine Güte. Natürlich, was die meisten SUVs so als Nachteil haben, vor allem auch die sportlichsten Varianten, die wiegen halt allesamt mega viel. Man, der verdammt, das ist auch, finde ich auch nicht schlecht, aber wir müssen nicht so viel wiegen. Also wenn einer, ich sag mal, so 2 oder 2,1 Tonnen wiegt, dann ist das schon sehr, sehr wenig. Wenn du denkst, 2,1 Tonnen für ein Auto mit teilweise um die 600 PS, das muss nicht sein. Also ein SUV könnte auch deutlich weniger wiegen, wenn er vielleicht nicht so groß wäre, aber trotzdem halt mit einer gewissen, ich sag mal, Geländefähigkeit. Das ist ja bei den SUVs sowieso immer so eine Sache. Wollen dann so geländefähig sein, aber wirklich kann sie das nicht wirklich. Aber die Ding, mit so einem Ding über den Acker fahren, das macht man, glaube ich, nicht einfach mal so. Mit 100 oder so übers Feld heizen. Das würde ich auch nicht mit so einem Wagen machen. Erstens, weil der so teuer ist. Ich meine, der wird schon so, ja, ich glaube, so 200.000 würde das Ding schon kosten, ne? Also, das ist bestimmt nicht günstig. Wir brauchen mal wieder SUVs. Wir könnten auch was anderes nehmen, aber nö. So, hier nehmen wir, oh Gott, nein, 3 Runden reichen noch pro Rennen. Das hätte ich mal so eine gute Anzahl, finde ich. Können wir das hier rennen machen? Das ist, glaube ich, ein bisschen zu klein, die Strecke. Fahrtrennen, das ist. Querfahrt ein wäre auch cool, oder? Die Strecken, die sind auch eigentlich ganz nett. Was haben wir hier? Querfahrt ein Rundstrecke. Nimm mal die. Irgendwie habe ich da jetzt Bock drauf. Das wird wahrscheinlich mega in die Hose gehen, gehe ich zumindest von aus. Dann Fahrtrennen machen wir auch mal. Ich weiß, es ist ein SUV, ein Luxus-SUV. Da soll man eigentlich nicht so wirklich solche Rennen fahren. Aber gut. Das juckt mich jetzt. Oh nein, das hier fahren wir nicht. Das ist ein bisschen außerhalb hier. Was gibt's denn hier noch Schönes? Reservoir. Ja. Können wir wieder das nehmen. Obwohl, Sägefährt, Fakt, das sieht doch ganz gut aus eigentlich. Alter, die Rennen gehen bis hier oben. Okay, was haben wir hier? Na. Gefällt ein und. Ich fand das Rennen hier, das sah doch eigentlich ganz gut aus. Müssten wir jetzt zwei Rundstrecken dran haben, hier. Und hier oben. Und dann hier noch zwei Pfadrennen. Also noch auf Asphalt, aber trotzdem schon ein wenig Offroad. 29 Kilometer. Uiuiui, ganz schön viel. Und ich habe schon wieder knapp 14 Minuten mit quasi Lichtzonen verplappert. Aber es ist ja auch, gehört ja auch dazu. Die SUV-Heldenmeisterschaft. Zeigen wir den Leuten, was in diesem Großstadtgiganten so drinsteckt. Achso. Gut, dass du mich erinnerst, Gera. Natürlich gibt es auch viele Leute, die mit diesen Wagen, ich sag mal, in der Stadt auch so ein bisschen so zeigen möchten. So, yo, ich kann mir das leisten, ich habe so ein Ding. Na, wer braucht ein SUV in der Stadt? Das ist für mich eine Frage, die sich wahrscheinlich nie beantworten lässt. Warum fährt man mit einem SUV in die Stadt? Das braucht man nicht. Das ist absoluter Bullshit. Weil das in der Stadt mega unpraktisch und auch für die anderen Verkehrsteilnehmer mega unnötig und auch behindert, würde ich mal sagen. Das ist. In der Stadt sind natürlich eher kleine Autos vom Vorteil. Da ist noch so ein riesen Schiff hier. So ein großes wie ein Schiff halt oder wie ein LKW quasi. LKW für die Straße. Das braucht man nicht wirklich. Meine Güte.
weg, Range Rover. So. War ziemlich geile Tagesstimmung hier, so mit. Tagesstimmung, genau, das Wort gibt's auch, Fabian. Ja, Lichtschwang, meine ich. Die Kette noch nicht wegschmeißen, deswegen bin ich noch ein klein wenig vorsichtiger. Also gerade Sechster. Nicht zu weit rausrutschen. Also diese Holzdinger da ziemlich fies. Der Bentley, der macht schon echt Laune. Ich meine, der wiegt immer noch über 2 Tonnen, aber hält sich wirklich richtig angenehm. Man hat auch Allrad, das hilft auch natürlich eine Menge. Ich will den Wagen mit der Lastung nicht in Effektantrieb fahren. Wird sicherlich auch keine Bitch sein, so wirklich. Ja, so viel dazu. Kette halten. Hast du da gemacht, Fabian? Ich soll das langsam mal ein bisschen aufholen. Und beim Bremsen, da rutscht der Wagen noch ein bisschen. Weil das da ein bisschen rutscht, ist halt nicht so schlimm. Nur er darf halt nicht so viel rutschen. Das ist die Sache, die das Problem darstellt. So, die Kurve war ganz gut. Hier ein bisschen aufholen. Wow. Hallo. Dritter Platz. Das ist doch schon mal ein bisschen besser. Ich bin Zweiter. Ja, passt. Warum habe ich so die Kette wieder am Laufen? Die ich diesmal in der Kurve da nicht wegschmeißen möchte. Das würde ich schon gerne behalten. Da es natürlich dann wieder ein paar mehr EP gibt, die ich immer gerne gebrauchen kann. So, Kette behalten. 92.000 Punkte. Können wir machen. Hallo. Ja, es muss doch sein, dass ich keine wegdrücken. Ich habe auch gesagt, also muss er Platz machen, ja. Ist doch ganz logisch. Oh Gott. Aber so aufs Shutter, das fährt sich wirklich ziemlich einfach. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es so leicht von der Hand geht. Also, kann man nicht sagen. Mit der Fall geht der Wagen noch für so, ich sag mal, relativ geringe Höhenunterschiede und relativ ebene Piste. Das geht eigentlich voll klar. Ich meine, bei Kraft-1-Rennen sieht es anders aus bei dem Ding. Das würde wahrscheinlich mehr oder weniger katastrophal sein, das Handling. Weil da hat er auch noch die Boden feiert. Vor allem nicht, wenn ich wieder Autos tiefer legen muss. Halbwegs tiefer legen. Der Wagen ist ja sogar nicht ganz tiefer gelegt, ausnahmsweise. Weil das halt nicht so mega geil aussieht. Also die 2 cm oder 1 cm höher, das sieht dann noch ein bisschen angenehmer aus. Rundenzeit war vielleicht zur Konkurrenz ganz ordentlich. Aber ich glaube, unter einer Minute muss man sich schon für anstrengen, aber halte ich definitiv nicht für möglich. Und die ersten drei waren, glaube ich, 3 Bentaygas. Ja gut. Hat halt die Meisterleistung in der Klasse. Zumindest in der Serie. Getunt was anderes, aber ich denke mal, ich bin noch mit meiner Leistung gar nicht mal so schlecht aufgestellt mit über 700 PS. So, knapp 13.000 EP. Will dann noch elendig viel bis zum nächsten Wheelspin. Das ist natürlich schade. Aber gut, kann man nichts machen. Einfach nur mehr Rennen fahren. Aber war einfach nice. So, Entschuldigung. Dann würde ich mal sagen, können wir mal vielleicht so für zwischendurch mal hier kurz hinfahren, zu diesem Staudamm hier. Und mal eine Löffelliste Blaupause machen. Löffelliste Blaupause. Einmal Fabian. Habe ich gerade mal Bock drauf, weil hier sind überall ganz viele Ausrufezeichen. Das scheint jetzt wieder neue Herausforderungen zu geben. Wir können ja mal gucken, was es da so Neues gibt. Wir auch was machen können, was schaffen können. Das wäre ziemlich geil. Der Wagen, der ist einfach geil. Ich würde sogar fast sagen, finde ich an sich noch geiler als den i8, der im DLC drin war. Also somit auch so gesehen für mich der beste Wagen aus dem DLC. Weil bei Tiger, ich finde den einfach so mega nice, den Wagen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Faster than Speed of Suck. Offline. Ah, da war ja was. Warum denn? Was? Ich verstehe das nicht. Warum habe ich hier kein Internet jetzt gerade? Aber können wir wenigstens hier den Driver schlagen.
Das wird ja wohl offline gehen. Aber was haben wir denn hier Schönes? Komm, machen wir mal. Mit seinem Range Rover Sport SVR. Mit einem schönen fachten Presser, den ich da höre. Ja. Ich glaube, wir haben mehr Leistung als er. Unser Panzer hier. Ist ja quasi so. Denke ich mal auch so in die Richtung, ich sag mal von der Konkurrenz, vielleicht der Porsche Cayenne Turbo S. So als Beispiel. Ich bin natürlich so ein Idiot, ey. Ich kann natürlich hier einfach perfekt einfahren. Ich kann das, aber ich nutze es natürlich nicht. Typisch Fabian. Ey, ey, ey. Ganz ruhig. Ja, also ich wollte schon sagen, mein Freund, ja, also. Bitte. Ja, natürlich. Ich wieder so. Du beschreibern. Du kannst entweder 1 Kilometer außen rum fahren oder 200 Meter einfach schneller durchfahren. Was macht Fabian? Natürlich den Weg außen rum nehmen. Weil er wieder mal idiotisch wie es den GPS gefolgt ist. Naja. Und ich zerlege erstmal alles. So, wo ist denn hier. Da. Ja. Gott. Mach ich ja mal wieder ein bisschen. Geh halt ein. So, der Wagen eigentlich ganz gut können. Der Schneeschieber. So, wo ist denn hier der Driver da? Zeig dich mal. Ah, Tag. Hellcat. Aber, was das Schöne ist, wir sind hier gerade auf, auf losem Untergrund. Da kann der Hellcat nichts wirklich. Man muss erstmal ein bisschen Grip finden, der Wagen. Links abbiegen. Wow. In 100 Metern links abbiegen. Habe ich das so mehr oder weniger stärken? Und so ähnlich viel Power wie der Hellcat. Der hat, glaube ich, 707 PS in der Serie. Jetzt getunt ja auch so ungefähr das gleiche. Natürlich hat er den geileren Motor. Weil der Hellcat, der klingt halt auch ziemlich böse. Das ist auch mal in der Folge gefahren irgendwie. Ich bin ja schon mal den Charger gefahren hier in einer der ersten Folgen. Ich glaube in Folge 10 oder so war das. Also wirklich sehr, sehr früh. Ich wollte die Kette behalten. Aber der Charger kommt auf jeden Fall auch nochmal dran. Und wahrscheinlich sogar mit diesem Wollte ich gerade was. Also ich glaube von Liberty Walk war das. Ich meine, mein so ein Challenger ist, der ist ja schon ziemlich schmal. Kein breites Auto, kein großes. Aber durch das Bodykit wird er doch mal eine ganze Ecke breiter. Was bei dem Wagen sowieso total bescheuert ist, aber gut. Breiter ist besser. So, wir können ja einen neuen Driver da einstellen. Müssen aber auch leider dafür einen feuern. Und alle aus dem PXH sind wir. Wen? Nur. Ist bei allem irgendwie schlechter. Wir sind jetzt am nächsten dran. Der ist ganz relativ nah dran. Der ist weit, weit weg. Der auch. Wenn ich so eher das kleinere Rübe, sage ich mal. So. Wir möchten mal Bugs Bunny 261 entlassen und Luterino 1337. Oder Luterino Lead einstellen. So, gefeuert und zack, der neue rein. Naja. Gut, anhalten, Fabian. So, dann würde ich sagen. Ach, ist das nicht drin. Perfekto. So, hab ich noch was bei Fortschritt? Ich kann auch vielleicht was kaufen. Vielleicht noch. Rivalen, das ist auch mal ganz cool. Doppelte Quest, wenn ein bisschen Fanrennen. Von starten, das brauche ich nicht. Ich würde mal sagen, doppelte Quads bei ein bisschen Fanrennen, das kann man schon mal machen. So. Ist er hier in der Nähe? Wupp! Warte, da ist noch ein Webatar. Dann können wir doch machen. Aber nur gegen diesen ganz guten da vorne. Wir gehen ganz schnell. Das soll ich noch machen, bevor ich das Rennen starte. Was fährt denn der da? Der Freund. Urus.
Der Bugs Bunny. Mhm. Komm, Bentley, zieh. Dann siehst du. British Navy 12, Bitch. Ach, das ist eine Beschleunigung, die mir gefällt. Und das ist oben rum so, also über 250, mehr als ausreichend. Das Handling ist, ja, gut. Einem SUV dementsprechend bei der Geschwindigkeit und der Kurve. Wow. Gewonnen. Oh ja, ganz gut Geld, so 54.000 für keine 2 Minuten Arbeit. Könnte gerne auch bei einem normalen Rennen so sein. So 50.000, aber so Cash auf die Hand. Können wir machen. So, leider nur 2.000 EP. Gut, Fähigkeit 0. Ich habe eine große Kette gemacht eigentlich. Aber naja, gut. Wir sind jetzt bei 26 Minuten. Dann würde ich sagen, war es das auch mit der heutigen Folge Forza Horizon 3. Ich fahre mal hier an den Rand. Dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Und dass wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn wir die letzten drei Rennen hier mit Bentley fahren werden. Und dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.